Was für eine schöne Landschaft, doch. Zumindest kann man das mal so sagen. Der Twilight Forest. Die Welt auf der anderen Seite des Twilight Portals. Ja, wer hätte damit gerechnet? Wahrscheinlich niemand. Sag mal, wo bist du eigentlich gerade? In welcher Maschine ist noch mal der Generator, dass man Energie da reinpumpt? Ist das? Das steht da hinten. Warum willst du denn unbedingt Energie da reinpumpen? Wir haben Solarenergie. Du musst dich hinlegen. Du musst dich hinlegen. Ich bin im Twilight Forest. Ja, da ist immer Nacht. Mal guck mal auf den Himmel. Ja, aber wenn ich in einer anderen Dimension bin. Ja, und in dieser Dimension ist es 100% der Zeit Nacht. Oh, ein anderes Wetter. Und Monster sind geradeaus. Siehst du, und du hast wieder Tag. Ich weiß. Sag ich, hier ist immer Nacht. Da ist immer Nacht. Ja. Aber wieso sagst du denn, wir müssen uns hinlegen? Ich muss nicht. Haha! Ich mach mal eine unverarbeitete Erzkiste neben das. Ich habe eine Rabenfeder! Und? Hallo? Ich kann mich jetzt in einen Waldrabe verwandeln und nicht nur in Batman! Oh, da! Darin werde ich später mal wohnen, sage ich jetzt einfach. Das ist nicht größenwahr. Also zumindest so wird mein Haus aussehen später. Du musst aber deinen Boss besiegen. Also so groß meine ich. Da ist das Portal. Komm mal wieder zu dir, oder soll ich noch irgendwas mitbringen aus dem Twilight Forest? Brauchen wir... Kann man gut Erz sammeln. Gut Erz sammeln, ja, das machen wir auch noch. So, ich verwandle mich wieder in mich. Oh, jetzt habe ich hier so einen toten Busch eingerissen. Das Portal ist ja immer noch da. Ich setze mal den Pilz wieder hin. Also ich würde ihn hinsetzen, wenn es denn möglich wäre, aber das ist es nicht. Alter, dein hässliches Dach hier, ne? Ich merke auch zum Glück nicht, dass es bei dir leckt. Hoi. Irgendwas mit Erschaffensquest, der Sandhu oder wie der heißt. Warum liegt es so? Dieser ganze Bereich ist doch eigentlich schon geladen. Außerdem, bevor ich hierher gekommen bin, wo mehr geladen war, hat es weniger geleckt. So, jetzt stabilisiert sich wieder, oder? Nein, tut es nicht. Nur wenn ich stillstehe. Was ist denn das? Es leckt wirklich in regelmäßigen Abständen praktisch. Machen wir mal. Ich mache hier eine Kiste, wo Erz verarbeitet werden müsste. Die ist da. Das Erz noch
Hier, so ein Meißel des Zimmermanns. Ne, den brauchen wir nicht. Wir brauchen... Also Erze dürften wir genug haben. Mhm. Hier, so ein Schissel machen wir uns. Ja, der wird so geschrieben, Leute. Der wird einfach Schissel geschrieben. Das sagt das Spiel so, das muss stimmen. Habe ich eigentlich irgendwelche Ringe? Nein. Wie mache ich mit denen den Schissel? Oh. Das ist ja... Also noch einfacher kann man es ja eigentlich nicht haben. Passt mal auf, Leute. Da mache ich mir so und so. Und dann habe ich hier so ein Schissel. Und da rein kann ich jetzt... zum Beispiel sowas machen und dann haben wir hier und hier die verschiedenste Kobbel-Designs, die ich mir machen könnte. Die sehen ja schon mal richtig cool aus, oder? Ja. Lol. Hier sind auch noch theoretisch Felder, die aber irgendwie nicht in der Grafik vorhanden sind. Nein. Kann ich mir noch was machen? Gravier kann ich nichts mitmachen. Da kann ich mir auch nichts mitmachen. Kann ich ein Setzling umändern? Nein. Kann ich. Was kann ich denn noch schüsseln? Karten, das Blöcke wahrscheinlich nicht. Nein. So, wir brauchen, wir müssen hier mal die Decke weitermachen. Hier für mein großes, reicher Sackfenster. So nenne ich das mal. So, hier könnte ich natürlich auch, diverse Sachen mitmachen. Wenn ich das denn wollte. Mal sehen, was machen wir dann so als nächstes? Achtung vor der Ausführung. Alter! Ja. Und nicht übertrieben! Darüber mache ich mal eine Kiste, wo ich verarbeitet die Ärzte bekommen. Achso, hier kommt die Erzwaschanlage, kann ja gar nicht mehr arbeiten, wenn da Unmengen winziges Häufchen Eisenstaub drin liegen. Deswegen verarbeite ich das mal zu. So und so und so und so und so und Eisenstaub und winziges Häufchen und noch winzigeres Häufchen und Eisenstaub und da und da und da und da. Und Eisenstaub. Und jetzt haben wir genau ein winziges Häufchen übrig. Das ist ja super, dass sich die Zahl 64 genau nicht durch 9 teilen lässt. Das ist der kleine ran, da wollte ich gar nicht ran. Ich wollte hier an den elektrischen Furznase ran. So, der elektrische Ofen verarbeitet hier das Zeug zu Eisenstaub, während wir hier hinten Unmengen Ressourcen verwenden. Hier im Generator. Generator, ne? Yo. So, was machen wir als nächstes? Wir könnten natürlich mit der Raumverteilung anfangen. Ich muss ein pompöses Treppenhaus besitzen. Ja, das muss pompös sein. Das ist so ein Wort, das beschreibt mein Lebensstil ja ganz gut. Also ihr müsst wissen, ich lebe hier auch im echten Leben wie so ein reicher Sack. Nicht. Ja, siehst du was. Ja, das wissen die Leute ja nicht, deswegen... Alter, drei Kisten. Wir müssen mal einen Lagerraum machen, so einen richtigen. Ich baue hier gerade einen ein. Ja, aber nicht nur nicht in der Lobby nur, sondern halt auch, schon richtig, weißt du Bescheid. Ja.
Alter! Was ist? Ein magisches Breitschwert habe ich! Wo hast du das denn her? Keine Ahnung! Seit wann? Nimm mich mal mit! Das hattest du doch vorher nicht! Hattest du diese Biene schon vorher? Die habe ich aus der Kiste raus. Ah ja. Willst du das haben? Nein. Hä? Warum habe ich... Hä, Moment mal, ist... Moment mal. Ich guck mal kurz nach. Das Glasschwert wäre cool, wenn wir das hätten. Das macht total viel Schaden. Gut, wenn mein Mod drin ist, dann haben wir ja eh das Excalibur. Also das haben wir dann sofort. Lol, ich habe das zweitstärkste Schwert aus dem Mod. Lol. Ihr müsst wissen, das Excalibur, das ist so stark, das one-hittet den Enderdrachen. Ohne Scheiß. Und wenn ich das noch hinkriege, soll es sogar möglich sein, mit dem Excalibur Spieler im Kreativmodus zu töten. Das finde ich eh das Übertriebenste. So, was mache ich denn mal? Ja, ich spacke wieder rum. Aber wo stehe ich denn jetzt plötzlich? Wie bin ich hier hingekommen? Naja, ich ernte mal hier so ein bisschen Stein ab, ne? Denn davon braucht man immer genug von diesem weißen Stein. Ja, ich weiß. Ich höre jetzt auf. Ja gut. Was können wir mal sprechen, so als Gesprächsthema hier beim Abhacken des Steins? Fällt dir denn gar nichts ein? Wofür nehme ich dich überhaupt noch mit in die Aufnahme, wenn dir nie was einfällt? Was hältst du von? Von? Von Schule. Von Schule? Was soll ich davon halten? Er lernt man Sachen. Ja. Was soll man dazu groß erzählen? Für Schule? Das ist so eine Frage, die komplett sinnlos ist. Ah, Mixchen. Hä? Ich wollte kein Steinbett. Naja, egal, ich mache mir ein Steinbett. Da schläft man drin wie ein Stein. Sieht doch geil aus. Ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich überlege gerade. Nein, nicht den. Kann ich jetzt... Aha, das sieht doch mal schön aus als Steinbett. Das ist geschisselter Kobbel. Ich finde ihn cool. Du? Ja, ist er auch. Warte mal, was ist Spitz? So, das alles nur dank unserem Schissel. Und ja, der muss immer noch so geschrieben werden, dass das steht im Lexikon.